allein selig machende Kirche. Es gibt keine allein selig machende Kirche, wenn darunter eine Organisation verstanden wird. Wer aber der von mir auf Erden gegründeten Kirche angehört, der wird auch selig werden. Denn schon das garantiert ihm die ewige Seligkeit, dass er ein Glied meiner Kirche ist, dass er also im Glauben lebt, der durch die Liebe zu einem Lebendigen geworden ist. Nicht die Kirche sichert dem Menschen die Seligkeit, sondern der Glaube und die Liebe, die aber auch gänzlich fehlen können, trotz der Zugehörigkeit zu einer Kirche, die von Menschen ins Leben gerufen wurde und als die allein Seligmachende von mir gegründet sein soll. Wohl können aus jeder Kirche oder Geistesrichtung wahre Glieder meiner Kirche hervorgehen, denn nur der Glaube und die Liebe bestimmen dies. Es kann aber niemals ein Mensch dieser meiner Kirche angehören, der nicht die Kennzeichen dieser aufweisen kann. Mein Geist wirken, das Glauben und Liebe zur Grundlage hat. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, und so auch waren meine Worte wohl zu den Menschen dieser Welt gerichtet, doch sie hatten geistigen Sinn. Denn sie sollten mein geistiges Reich gründen helfen. Sie waren gegeben im Hinblick auf das Reich, das außerhalb dieser Welt besteht, das in Ewigkeit nicht vergeht. Denn was ich fordere von den Menschen, sollte ihnen ein ewiges Leben im geistigen Reich sichern. Es sollten wohl meine Forderungen auf Erden erfüllt werden, doch nicht mit irdischen Taten, bei denen die Seele unbeteiligt sein konnte, sondern die Seele muss meinem Willen nachkommen. Sie allein muss ihre Umgestaltung zu Wege bringen, und so sie danach aufrichtig strebt, ist sie schon ein Glied meiner Kirche. Denn dann hat der Mensch auch den Glauben und was ihn innerlich antreibt zu eifrigem Streben, das ist mein Geist, meine Stimme, die er vernimmt und der Folge zu leisten er bemüht ist. Und dieses Geistwirken beweiset die Zugehörigkeit zu meiner Kirche, die dann wohl auch selig macht. Ich brachte den Menschen das reine Evangelium. Ich klärte die Menschen auf über alles, was nötig war, um in mein Reich eingehen zu können, das nicht von dieser Welt ist. Ich lehrte sie Liebe üben und gab ihnen also den Weg an, der hinanführt in das Reich der Seligkeit. Ich sammelte um mich alle, die bisher falsch belehret waren. Und also war ich ihr Prediger, der seine Kirche vertrat und ihre seligmachende Wirkung den Menschen zuwenden wollte, die ihn hörten. Ich gründete sonach die echte Kirche, als ich auf Erden wandelte, und nahm alle darin auf, Juden, Heiden, Zöllner und Sünder, und die an mich glaubten, die meine Lehre annahmen und danach lebten. Denen sandte ich nach meinem Tode auch meinen Geist, das Wahrzeichen meiner Kirche, die von den Pforten der Hölle nicht überwunden werden kann. Wo aber ist das Geistwirken in der Kirche, die sich die allein Seligmachende nennt? Wohl kann auch dort mein Geist wehen, doch dann muss die Bindung mit meiner Kirche vorangegangen sein, denn ich allein gieße meinen Geist aus und immer nur dort, wo die Bedingungen erfüllt werden, die ein Wirken meines Geistes zur Folge haben. Und dort wird auch die wahre Kirche Christi zu erkennen sein, denn was auch gegen die Menschen unternommen wird, die ihr angehören, sie werden nicht überwunden oder verdrängt werden können, und ob die Hölle selbst gegen sie vorgeht. Sie ist unüberwindlich, weil sie mein Werk ist. Weil sie allein die geistige Kirche ist, die zur Seligkeit führt, weil in ihr keine Scheinchristen sein können, da diese sich selbst ausschließen aus der Gemeinschaft der Gläubigen und darum auch nicht rechte Christi-Bekenner und gläubige Vertreter meines Namens sind, wenn sie auf die Probe gestellt werden. Und diese Glaubensprobe wird von ihnen verlangt werden. Sie wird von allen verlangt, die sich gläubig nennen, und dann wird es sich zeigen, wer der rechten Kirche, der Kirche, die ich selbst gegründet habe, angehört. Dann wird es sich zeigen, wo mein Geist wirksam ist und welche Kraft er zu spenden vermag denen, die um meines Namens willen angegriffen werden, die mich jedoch freudig bekennen werden vor der Welt, so die Entscheidung gefordert wird. Und dann wird es sich auch zeigen, wie wenig die Kirche hält, was sie verspricht, die sich die allein Seligmachende nennt. Wie alle diejenigen abfallen werden, die wohl ihr, aber nicht meiner Kirche angehörten,
die nun ihre Haltlosigkeit erkennen, nicht aber den geistigen Wert der Kirche, die auf dem Glauben gegründet ist, der eines Petrus Stärke hat. Denn ein jedes meiner Worte war und ist geistig zu verstehen und kann auch nur dann verstanden werden, so mein Geist in einem Menschen wirken kann. Dann aber ist sein Glaube lebendig und er erstrebet nur noch das Reich, das nicht von dieser Welt ist. Amen.